Hallo YouTube. Heute bin ich hier mit neuer Perspektive oder mit einer anderen Perspektive. Ist erstmal nur ein Versuch. Hier mit dem C400 GT unterwegs. Andere Perspektive, weil ich die Kamera jetzt vorne am Helm befestigt habe. Ich wollte mal schauen, wie sich das eventuell macht. Mal schauen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Museumseisenbahn in Hüinkhausen. Heutiges Thema, das Rollertreffen. Ich habe die Umfrage, die ich jetzt kürzlich mal in der Community gestartet habe, habe ich mir mal angesehen und ja, allzu viele haben da nicht mitgestimmt, nicht mitgemacht. Der Tag, an dem die meisten können, ist der Pfingstsamstag. Ist vielleicht für Leute, die von weiter weg kommen, interessant, dass sie dann eventuell hier im Sauerland verbleiben und ein Sauerlandwochenende sich mal organisieren. Wäre ja mal eine Möglichkeit. Ja. Auf jeden Fall ist das dann der 18. Mai. Am 18. Mai, sofern das Wetter mitspielt, wenn so ein Wetter ist wie heute, dann findet es ganz klar statt. Besseres Wetter wäre wünschenswert, aber auch so ist das schon in Ordnung, geht das schon in Ordnung. Wir treffen uns am Möhne-Stausee bei Wolfsrevier. Das ist in ziemlich unmittelbarer Nähe der Staumauer, der Möhnesee-Staumauer. Das ist ein Biker- und Rollertreff und auch wenn es zum Pfingstsamstag bei herrlichem Wetter sicherlich ordentlich voll sein wird, denke ich, ist das ein ganz netter Anlaufpunkt, um die Zusammenkunft mal zu starten. Und von da aus fahren wir dann möglichst schnell in ruhiges Gefilde und machen dann eine schöne, ruhige, entspannte Rollertour. Aber nicht nur gefahren wird, es wird natürlich auch gequatscht, geklönt, sich kennengelernt und mal, also ich finde das immer schön, wenn man zu dem Geschriebenen, was man ja von euch in den Kommentaren immer liest, auch ein Gesicht zuordnen kann. Das macht die ganze Sache doch ein bisschen persönlicher. Ja, und der 18. Mai, der Pfingstsamstag, ist dann jetzt der auserkorene Termin, an dem das dann stattfinden soll. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr mitmacht. Also es würde mich freuen,
wenn ich nicht nahezu alleine da am Möhnesee stehen würde am 18. Idealerweise solche kleinen Sträßchen werde ich mir dann für die Tour mit euch auch aussuchen und euch ein bisschen das Sauerland zeigen. Der eine oder andere wird es ja kennen. Ich denke mal, die meisten, die dorthin kommen, die werden auch hier aus der groben Richtung kommen und das Sauerland kennen. Aber vielleicht seht ihr ja auch noch Strecken, die euch noch verborgen geblieben sind bislang. Vergangenes Wochenende zum Service, erster Service, also die 1000 Kilometer Durchsicht, und ja, erwartungsgemäß ist da nichts Negatives aufgefallen, aber ist halt notwendig, erforderlich, vorgeschrieben. Dementsprechend habe ich das auch machen lassen. Allzu viel wird ja bei der 1000 Kilometer Inspektion nicht gemacht. Es wird das Öl getauscht, Filterwechsel. Mal hier und da ein Schräubchen geschaut, ob es fest ist, und mehr oder weniger war es das dann auch schon. Und all das hat dann mal eben 261 Euro gekostet. Ich hab schon mit so einer Summe gerechnet, von daher will ich mich jetzt nicht allzu sehr beschweren, aber ich finde, für so einen eigentlich lumpigen Service, lumpig nicht von der Servicequalität, damit war ich eigentlich zufrieden, damit ich meine, dass das jetzt kein besonders aufwendiger Service ist, da finde ich ja schon vergleichsweise frech, solche Beträge dafür zu veranschlagen. In Berlin sind wir. Der fühlt sich schon richtig erwachsen an. Ich hatte es ja schon mal gesagt. Es hat schon so ein bisschen was von Motorrad.
467 Kilometer ist der aktuelle Kilometerstand hier von der BMW, von dem BMW-Roller. Das heißt, auch der wird demnächst zum Service gehen. Wobei das hier bei dem Roller weniger aufwendig ist, weil beim Kauf war für die ersten 5 Jahre ein Servicepaket dabei. Dementsprechend ist das alles ein bisschen überschaubarer. Ich hoffe, ihr könnt so einigermaßen sehen. Wie gesagt, heute mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Position von der Kamera. Ich versuche da so ein Setup für mich zu finden, was ich allgemein besser nutzen kann. Weil Hintergrund ist der, dass ich auf der linken Seite, wo die Kamera eigentlich bislang montiert gewesen ist, ein Sena-Kommunikationsset montiert habe jetzt. Und dementsprechend der Platz belegt ist, anderweitig belegt ist. So, hier in Herscheid, kurz vor Herscheid, beende ich dann das Video für heute mal. Macht es gut, bleibt gesund, bleibt immer fair im Verkehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.